In dieser kurzen neuen Videoreihe, jetzt ganz neu, will ich euch noch einmal das Thema aufzeigen, einen ganz systematischen Weg aufzuzeigen zu dem großen Sinn eures Lebens, deines Lebens, unseres Lebens. Also den generellen Weg zu unserer Bestimmung als Mensch und auch den Weg aufzeigen, wie wir ihn, du ihn, ihr ihn persönlich gehen können. Ganz persönlich mit deinem Ziel in diesem Leben. Das sind diese zwei Themen und ich will aufzeigen, wie konkret und wie verlässlich dieser Weg ist, den ich skizzieren will und wie du ihn anwenden kannst, wenn du es willst, wenn ihr es wollt. Und letztendlich ist das der Weg, deshalb der Titel, dein Weg in die geistige Welt. Es ist der Weg in die Geisteswelt. Was heißt das? Ganz konkret der Weg zur Verbindung mit der geistigen Welt, mit dem Schauen in der geistigen Welt und mit der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, das heißt mit den Engelwesen in allen Hierarchien, die es dort gibt. Und das ist letzten Endes der Weg zu dir selbst, zu uns selbst, zu deinem wahren Ich, zu deinem wahren Ich und damit zu dem Christus in dir, zur Wahrheit und zur Liebe in dir, in uns. Und diese Vortragsreihe wird keine Vortragsreihe sein, sondern wir werden eine kleine Webinarreihe machen. Das heißt, ganz anders wie bei einem Vortrag, ihr werdet die Gelegenheit haben, Rückmeldung zu geben, euch selbst zu besinnen. Wir werden immer wieder Pausen machen zwischendrin und nicht nur einen Vortrag. Denn es geht nicht nur darum, dass ihr jetzt wieder neues Wissen aufnehmt, sondern es ist vielleicht sogar altes Wissen. Sicher wird etwas Neues dabei sein. Aber es wird euch vieles vertraut sein und es geht aber jetzt nicht darum, dass ihr noch einmal einen neuen Vortrag bekommt und neues Wissen habt und wieder konsumiert, sondern dass es wirklich darum geht, dass wir gemeinsam einen Weg gehen, dass wir gemeinsam etwas tun und nicht nur konsumieren. Und da gibt es hier vielleicht drei verschiedene Arten von Zuhörern, Zuschauern. Die einen, die vielleicht ganz neu sind, das sind vielleicht die wenigsten. Ihr könnt einfach zuhören und konsumieren oder auch mitmachen, es bleibt euch ganz überlassen. Diejenigen, die immer dabei sind, da ist jetzt heute die Herausforderung für euch, dass ihr, wenn ich etwas gebracht habe, für euch reflektiert, dass ihr das verdaut, aktiv. Dass ihr schaut, dass ihr das versteht und wenn ihr eine Frage habt, fragt eine Frage. Ich schaue mir das dann an, ob die Fragen sinnvoll sind. Ja, ihr dürft alle Fragen stellen, aber es geht vor allen Dingen darum, dass ihr dann jetzt etwas tut, nämlich versucht, das wirklich aktiv zu verstehen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe von Teilnehmern, das sind die, die auch schon Erkenntniswissenschaft gemacht haben in unserem Studiengang. Die bitte ich, dass sie das einmal probieren, was wir dort lernen, nämlich ihr Denken zu beobachten. Die wissen schon, worum es geht. Also das sind die drei Einladungen an euch, hier miteinander jetzt diese kleine Vortrags- oder Webinarreihe miteinander zu machen. Und das Ziel dabei ist auch ein ganz spezielles für diejenigen, die das gerne nutzen wollen. Am 29. Juli dieses Jahres werden wir ein großes Meet and Greet hier in Bad Reichenhall haben. Also wer Lust hat zu kommen, das ist sozusagen eine Vorbereitung für dieses Meeting, wo wir mit mehreren hundert Menschen uns treffen wollen, um das, was wir hier bringen in diesen Vorträgen, in diesen Webinaren, gemeinsam dort in einer gewissen Art und Weise zu feiern, zu tun, zu machen, zu begehen, in einem persönlichen Treffen, in einer persönlichen Begegnung miteinander. Und es wird genau dann an diesem Tag um dieses Thema gehen, das wir hier in dieser Vortragsreihe oder Webinarreihe besprechen. Also das ist die Herausforderung für euch und für mich, dass wir da heute Abend eigentlich in einer ganzen Art und Weise miteinander arbeiten und nicht nur in einem Vortrag. Und ich möchte gleich beginnen mit einem Zitat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist aus dem sogenannten Johannesevangelium, aus dem Neuen Testament, Kapitel 14, Vers 6. Und dieser Satz ist einer der vielen zentralen Sätze im Neuen Testament, einer der wichtigsten. Und jetzt kann ja jeder von euch, du, ihr,
ihr könnt euch dieses Neue Testament ablehnen und sagen, ach, Christentum ist eine unbrauchbare Religion, was soll ich damit anfangen, bleib mir da weg damit. Und da kommt jetzt der erste Impuls, dass wenn wir einen solchen Text hören, dass wir uns bewusst machen, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was damals gesagt worden ist und gemeint worden ist, was dieser Satz bedeutet, und nicht, was Menschen, Religionen, Kirchen, Konfessionen daraus gemacht haben. Das ist die erste Herausforderung, einmal für uns zu unterscheiden, was ist das, was da damals gesagt wurde, was ist die Bedeutung und was wurde denn daraus gemacht? Denn was haben Religionen oft gemacht? Sie haben aus dem, was ursprünglich einmal gegeben war, das Gegenteil gemacht. Und das ist jetzt der erste Schritt für heute Abend, einmal das ins Bewusstsein rufen, diesen Satz. Aha, könnte es sein, dass Religionen genau das Gegenteil daraus gemacht haben, dass ich mich deshalb wehre? Nicht gegen das, was damals gesagt wurde, sondern gegen das, was ich als Gegenteil erlebt habe, was von den Religionen nach außen hin verkündet wurde. Das ist so das Erste, was ich sagen wollte, womit ich beginnen wollte, diesen Satz. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eigentlich geht es um diesen ersten Inhalt sozusagen zu begreifen, aha, wenn ich mit einem Vorurteil daran gehe, weil ich durch irgendetwas geprägt bin, durch katholische Kirche, evangelische Kirche, dann verhindere ich in mir, dass ich die Wahrheit dieses Satzes erkennen kann. Und wenn wir jetzt über diesen Weg sprechen wollen, den Weg in die geistige Welt, ist das, was uns am meisten hindert, unsere Vorurteile. Es wird genau dieser Weg sein, dass wir lernen, unsere Vorurteile eben zu überwinden. Also lasst uns ein bisschen Zeit, ihr auch, dass ihr darüber reflektiert. Vielleicht kommt euch eine Frage dazu. Wenn ihr eine Frage habt oder eine wichtige Erkenntnis über dieses Thema Religion, ich lehne das ab. Ja, warum lehne ich das eigentlich ab? Beobachtet euch selber einmal, was in euch passiert oder passiert ist, als ihr diesen Satz gehört habt. Was ist da passiert? Dann würde ich das Nächste machen, würde ich einfach weitergehen. Denn wir wollen ein bisschen verstehen, was das heißt, was der Jesus Christus da sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir einen Weg gehen wollen, wenn wir jetzt über einen Weg sprechen, der Weg in die geistige Welt. Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir, wenn wir einen Weg gehen wollen? Das wird jetzt ein ganz spannendes Thema sein. Nun, es heißt so schön allgemein, ja, du brauchst ein Ziel. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Ziel. Es gibt jetzt auch Philosophien und Thesen und Theorien, dass man sagt, nee, ich will ja gar nicht, ich brauche gar kein Ziel, ich gehe einfach mal los. Ja gut, wenn wir wandern gehen, können wir sagen, naja, ich will einfach wandern gehen und ich will das Wandern erleben und ich habe kein spezielles Ziel. Weil das reicht mir, was ich dort alles erlebe. Dann kommt dieser berühmte esoterische Spruch, ne? Der Weg ist das Ziel. Und schon haben wir die Sache erledigt, wir wissen, der Weg ist das Ziel. Man nennt das auch immer Totschlagargument, ne? Da habe ich nichts Konkretes vor. Ich habe eigentlich kein Ziel. Ich will einfach wandern gehen und will das genießen. Ja, die Frage ist, ob das nicht das Ziel ist. Es ist doch genau das Ziel, dass ich etwas genießen will. Das ist mein Ziel. Ich lasse es offen, was ich erlebe und was da auf mich zukommt oder wo ich lande. Aber zum Schluss ist mein Ziel, ich will es genießen, das Wandern. Das ist das Ziel. Will ich irgendwo hin, aber ich will dahin, dass ich mich wohlfühle. Also, da kommen wir nämlich zum Thema eines Zieles. Warum setze ich mir ein Ziel? Warum will ich etwas? Naja, zum Schluss wollen wir schon zu Hause ankommen. Und zwar heil und gesund, am besten noch entspannt, durchs Wandern, dass ich etwas Schönes erlebt habe, etwas Angenehmes erlebt habe und dass ich mich wohlfühle. Ist das nicht das Ziel? Rosmi fragt, wie kann jemand ein Weg sein? Gute Frage zu dem Christus, wunderbar. Werden wir versuchen einzugehen dann. Wunderbare Frage, warum kann jemand ein Weg sein? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Antwort habe, aber es ist schon mal eine wunderbare Frage. Warum kann jemand ein Weg sein?
Zunächst einmal, wir brauchen ein Ziel für einen Weg. Er sagt ja nicht, ich bin das Ziel, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir wollen, wenn wir uns ein Ziel setzen, grundsätzlich uns Gedanken machen, was ist auf jeden Fall immer ein Ziel? Das Wohlgefühl. Wir setzen uns immer Ziele, weil wir zum Schluss ein Wohlgefühl haben wollen. Das wollte ich einmal als Impuls geben, dass es im Grunde genommen immer, auch bei jedem Weg, irgendwo ein Ziel gibt. Und sei es nur, es gibt ja auch diese berühmte Narrenreise. Narrenreise heißt, ich laufe einfach mal los und schaue, was da kommt und lass alles auf mich zukommen. Und dann ist trotzdem die Frage, was ist das Ziel der Narrenreise? Ich will Abenteuer erleben. Abenteuer will man nicht unbedingt erleben, um was Negatives zu haben. Es kommt noch eine zweite Frage. Werden wir ewig leben, Herr Burkhardt, in diesem Körper oder als unsterblicher digitaler Körper? Eine wunderbare Frage auch. Ich werde nachher darauf eingehen, auf diese Frage ganz speziell. Das ist jetzt eine Frage, die noch nicht unbedingt mit dem zusammenhängt, was ich gerade gesagt habe. Die Frage kommt jetzt unmittelbar aus dem Raum, aber ich werde darauf eingehen. Also wir haben schon zwei Fragen im Raum. Meine Behauptung war jetzt hier als zweites, aha, das Ziel ist auf jeden Fall immer Wohlfühlen. Immer. Immer geht es um Wohlfühlen. Alle unsere Ziele sind so, dass wir zum Schluss ein Wohlgefühl haben wollen. Das ist so eine weitere These, die im Raum steht. Dann fragt jemand, ist es nicht das Ziel, bei Gott zu sein? Ja, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich habe erst mal gefragt, könnt ihr einverstanden sein oder könnt ihr das nachvollziehen, dass es bei Zielen immer ums Wohlfühlen geht? Ja, und dass auf jeden Fall für einen Weg ein Ziel dazu gehört. Es geht erst einmal um diese Themen, es geht noch nicht um Gott. Da kommen wir schon noch hin. Merkt ihr, es springt auch schon wieder und bleibt einfach mal bei dem Thema und schaut, habt ihr das verstanden? Und jetzt könnt ihr schon sagen, aha, oder könnt einmal euch beobachten und sagen, wie komme ich da drauf, wenn der Axel Burkhardt fragt, ob ihr dieses Thema verstanden habt, eine Frage nach Gott zu stellen. Wenn ihr das ja einmal reflektiert, es geht darum, dass wir heute miteinander schon ein wenig üben. Wieso komme ich, wenn es erstmal um das Thema geht, zu einem ganz anderen Thema? Was passiert denn da in mir? Wer treibt mich denn dazu, jetzt eine Frage nach Gott zu stellen, obwohl es erstmal um etwas ganz anderes ging? Versteht ihr, was ich meine? Übung ist heute, dass ihr euch selbst beobachtet. Ah, die Frage ist aufgetaucht, die Frage war wunderbar, weil wie kann jemand ein Ziel sein? Das war genau zum Thema. Die Frage nach Gott ist schon viel weitergehend, die liegt auf der Zunge. Aber schön wäre selber, wenn du jetzt selber reflektierst, was hat mich dazu getrieben, auf einmal die Frage nach Gott zu stellen? Das war noch gar nicht das Thema. Darauf will ich hinaus, dass ihr jetzt beginnt, schon heute Abend, euch einmal zu beobachten, dass ihr das tut. Also nicht, dass ihr von mir nur etwas hört, sondern dass ihr jetzt etwas tut. Euch die Frage stellt, ach, wieso habe ich jetzt nach Gott gefragt? Wie kam ich denn darauf? Was ist da in mir passiert? Versteht ihr, in die Selbstbeobachtung zu gehen, weil es geht ja hier um einen Weg. Ein Weg in die geistige Welt. Und wir sind da schon am Üben dabei, indem wir das tun. Also, bei einem Ziel ist immer das Wohlgefühl dabei. Es gibt immer ein Ziel, selbst wenn es nur der Weg ist. Auch das werde ich vielleicht zum Schluss vielleicht noch versuchen zu erläutern oder im nächsten Vortrag, was damit gemeint sein könnte, dass der Weg das Ziel ist. Dann kommt hier noch die Frage, Kompass, was war Kompass, Landkarte, Wegweiser, ein Thema, ja, spannende Frage. Genau, ich komme noch drauf, ist das notwendig, ein Kompass, wunderbare Frage, ist ein Kompass notwendig? Ne? Also gut. Das eine ist das Ziel und das Ziel hat immer mit Wohlfühlen zu tun. Wir könnten jetzt auch noch eine Frage stellen, die habe ich von euch noch nicht bekommen. Wie ist es denn beim Mörder? Hat er nicht auch das Ziel? Das Ziel, jemanden umzubringen, wieso soll dein Wohlgefühl dabei sein? Vielleicht könnt ihr euch die Frage selber stellen, an einer ruhigen Minute. Wie schaut denn ein Mörder aus? Warum macht er das? Was ist sein Ziel dabei? Ja, vielleicht nehmen wir das einfach mal mit nach Hause. So, wenn wir eine Urlaubsreise machen, kommen wir wieder zum Ziel, zur Zielsetzung. Dann müssen wir wissen, wohin wir wollen. Wir wollen jetzt hier im Juli einfach Urlaub machen. Das ist mal das Erste. Ich habe das Bedürfnis, Urlaub zu machen. Dann entscheide ich mich, dass ich irgendwo hin will und dann setze ich mir ein Ziel.
Klar, wenn wir eine Urlaubsreise machen, ist unser Ziel erstmal, ich will raus aus der Bude, ich will mich erholen, ich will entspannen, ich will einfach mal andere vier Wände sehen, das sind alles so kleine Ziele. Und dann suche ich mir konkret raus, ja gut, jetzt ist 3 Wochen nach irgendwohin, egal. Ob das Berlin ist oder Teneriffa oder Seychellen. Das heißt, ich setze mir ein Ziel. Und was wollen wir? Auf jeden Fall. Wir wollen wieder zurückkommen, gesund sein, das ist auch das Ziel. Und das sind vielleicht sogar mehrere Ziele, die wir dir anpeilen. Aber zunächst einmal haben wir ein konkretes Ziel. Und dann, wenn ich ein so konkretes Ziel habe, dann kann ich die Frage stellen, was brauche ich dann als nächstes? Da werden wir gleich darauf kommen. Und wenn wir jetzt zu unserem Leben kommen, und das war jetzt gerade die Frage, ist das Ziel nicht Gott? Ja, das ist eine wunderbare Frage, da kommen wir jetzt. Wenn wir jetzt unser Leben anschauen, also wenn wir bei Urlaubsreise, da wissen wir, da brauchen wir ein Ziel. Und wenn wir uns ein Ziel setzen, dann wissen wir auch, was der Weg sein kann dahin, da kommen wir noch drauf. Aber wenn wir jetzt unser Leben betrachten, wenn wir unser Leben betrachten, unser eigenes Leben, dann stellt sich genau die Frage, die gestellt wurde, gibt es denn für unser Leben ein Ziel, zum Beispiel bei Gott zu sein? Mein Gott. Gibt es ein Ziel? Gibt es eine Bestimmung für mich? Gibt es eine Berufung? Das ist eine Frage oder das sind Fragen, die vielleicht jeder von uns, jeder vielleicht, irgendwann sich stellt. Manchmal sehr spät, manchmal sehr früh. Das wäre jetzt auch die Frage an euch oder das Thema. Ist es so, dass jeder Mensch sich irgendwann eventuell diese Frage stellt oder manchmal nie? Gibt es einen Sinn des Lebens, ein Ziel des Lebens, eine Bestimmung, eine Berufung? Ja, ist das die Frage, wozu bin ich hier? Ist das eine Zielfrage? Lieber Axel, ist es nicht so, dass gewisse geistige Gesetze existieren und ohne diese im Bewusstsein zu haben, könnte das Ziel zu schwer zu erreichen sein oder? Also da ist jetzt schon eine These im Raum, dass es geistige Gesetze geben mag, ist schon mal eine These. Und ohne die Gesetze im Bewusstsein zu haben, dass das Ziel schwer zu erreichen ist. Da redest du ja schon, lieber Hermetik, schon von einem Ziel und von der Erreichung dieses Zieles. Die Frage ist ja, die im Raum steht, stellen wir uns grundsätzlich die Frage nach einem Ziel in unserem Leben. Wozu sind wir da? Ist das eine normale Frage für jeden von euch? Oder gibt es einen unter euch, der sagt, habe ich nie? Was passiert jetzt, wenn ihr über diese These, über diese Frage einmal nachdenkt? Reflektiert einmal. Wie geht es euch mit dieser Frage nach Berufung, Bestimmung und so weiter? Wie geht es euch damit? Gibt es auch, nächste Frage, auch um Veränderung mit der Bereitschaft, während meiner Reise zum Erkennen, mich darauf einzulassen? Ja, wunderbar. Da sind wir jetzt aber nicht beim Ziel, sondern schon beim Weg. Auch wieder ein Schritt vorneweg. Ich komme gleich dazu. Mir geht es darum, um diesen Impuls. Fragen wir nach einem Ziel in unserem Leben? Machen wir das nach dem Sinn des Lebens? Ich sage jetzt mal, das war die These, das machen praktisch alle Menschen irgendwann. Es können ja mehrere Ziele in einem Leben sein. Es kann sich ändern im Laufe des Lebens. Und dazu möchte ich euch eine kleine Übung mitgeben. Und die könnt ihr einmal zu Hause oder hin und wieder oder immer wieder mal tun. Ihr versetzt euch an das Ende eures Lebens. Und das braucht man noch nicht als junger Mensch. Ja, kann man zwar mal tun, aber das ist eigentlich erst, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat. Ihr versetzt euch am Ende eures Lebens. Ihr seid jetzt kurz davor zu gehen. Und jetzt schaut ihr zurück auf euer Leben. Und zwar, ihr könnt ihr wirklich jetzt machen, in dieser Zeit, jederzeit. Schaut zurück und sagt, gibt es denn etwas, was ich in diesem Leben noch gerne getan hätte? Was hätte ich noch gerne erreicht? Denn wenn ihr euch jetzt die Frage stellt und einmal da versucht zurückzublicken auf euer bisheriges Leben, dann könnt ihr schauen, dass ihr sagt, okay, stimmt, da gibt es ja noch etwas. Da gibt es noch etwas tief in mir. Genau, das will ich eigentlich noch gerne in diesem Leben erreichen.
Und diese Übung kann man immer wieder machen, auch je älter man wird. Ich schaue und stelle mein Leben vor mich hin und sage, gibt es da etwas oder bin ich zufrieden mit dem, was ich bisher getan habe? Gibt es etwas Unerledigtes, Unerreichtes, etwas, was ich unbedingt noch tun wollte? Dann kann ich es jetzt nämlich angehen. Das ist eine ganz wichtige Übung, sich einmal in die Situation zu versetzen, dann rückzuschauen und sagen, wie eine ganz neutrale Person bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und da gibt es zwei Fragen, die man sich grundsätzlich stellen kann. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, man spricht ja immer vom CO2-Fußabdruck, ne? Vom Klima-Fußabdruck. Welchen Fußabdruck habe ich in der Welt hinterlassen? Ist das, was ich da hinterlassen habe, ich schaue mir das an, was habe ich da hinterlassen? Und das schaue ich mir an und sage, ja, es ist gut oder, boah, da bin ich gar nicht zufrieden damit. Also was kann ich heute noch tun, um mehr zu hinterlassen? Ja, vielleicht ist der Fußabdruck zu klein. Und schätzt euch da nicht gering, gerade die Mütter, wenn die Kinder großgezogen haben, das ist eine riesige Leistung. Wenn sie sie gut erzogen haben, das ist eine Riesenleistung. Also schätzt das bitte nicht gering. Also die erste Frage ist, was ist mein Fußabdruck in dieser Welt? Was hinterlasse ich? Und bitte nicht den Klimaabdruck. Ne? Und die zweite Sache, und dann komme ich gleich auf die Frage, und die zweite Frage ist, was nehme ich mit? Die Frage zu stellen, was nehme ich denn mit aus diesem Leben, was dann drüben, wenn es da weitergeht, Bestand hat. Für mich. Was nehme ich denn für mich mit? Weil unsere Häuser, ja, also wir werden die Kleidung nicht mitnehmen können, den Körper nicht, wir können keine Häuser mitnehmen, kein Geld mitnehmen. Was nehme ich eigentlich mit? Diese zwei Fragen kann sich jeder stellen, immer wieder. Was hinterlasse ich? Was nehme ich mit? Bin ich zufrieden damit? Ich in meinem Ich. Das wäre diese Übung. Dann die Frage ist, ich habe doch keine genaue Vorstellung, was genau meine Berufung, mein Ziel ist. Ja, wunderbar. Sehr, sehr klar in der Erkenntnis. Ich weiß es doch gar nicht genau. Ich lerne aber täglich dazu, denn meine Intuition leitet mich ganz gut. Okay. Wunderbar. Würde ich jetzt eventuell sagen, naja, wenn deine Intuition dich gut leitet, ja, wenn deine Intuition dich gut leitet, wer leitet dich denn dann? Wer oder was leitet dich denn dann, wenn dich jemand oder etwas leitet? Vielleicht ist das ja genau die Stimme deiner inneren Berufung, du bist dir nur nicht bewusst, dass es genau das ist. Einfach einmal darüber nachdenken, dass es genau das ist. Du glaubst immer, du wüsstest es nicht, aber deine Intuition sagt dir doch genau, was es ist. Ich werde auch noch kurz darauf eingehen. Also, diese Übung kann dazu dienen, helfen, uns immer bewusster zu werden, weil die Frage ist natürlich schon, ja, was will ich eigentlich in diesem Leben? Wenn ich dann eine solche Rückschau mache, dann merke ich, ach, eigentlich wollte ich noch etwas ganz anderes. Ich will ja noch etwas ganz anderes, das wird mir jetzt bewusst. Und da geht es ja gar nicht so sehr um oberflächliche Wünsche, sondern dass man dann merkt, da gibt es noch etwas in mir, das würde ich gern erfüllen. Und da ist ja die Frage, wenn es um die Berufung geht, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, das soll ja auch diese kleine Webinarreihe ans Tageslicht bringen, etwas und offenbarer legen. Wie geht das denn, dass ich herausfinde, ob und wie ich eine Berufung habe? Ich werde auch noch kurz darauf eingehen. Ich werde kurz darauf eingehen, hier in aller Kürze, wie man das herausfinden kann. Also, was will ich wirklich? Ich will an der Stelle etwas einfließen lassen, was Erfahrungen sind, jetzt nicht von mir persönlich, aber ich kann diese weitergeben. Dass viele Menschen, oder vielleicht sogar ist das bei allen dasselbe Thema, die Krebs bekommen, sich herausstellt, dass sie nicht das gelebt haben, was sie eigentlich leben wollten. Sie haben das immer unterdrückt und verdrängt. Und wenn dieser Lebenswille nicht zur Erfüllung kommt, dann merkt man das an diesem Krebswachstum. Das sei nur eingeflossen. Das heißt, es ist schon wichtig, immer wieder mal zu reflektieren, zu fragen, was ist es wirklich, was in mir ist? Folge ich wirklich meiner inneren Stimme, meiner Intuition? War ja wunderbar. Wo will ich hin?
Und da jetzt dieser Punkt, und da will ich gleich antworten auf die Frage nach Bestimmung und nach der Intuition, einen Gedanken einmal geben. Und wenn jemand sagt, ich glaube, dass Gottes Geist mich leitet, eine wunderbare Aussage, dann würde ich jetzt fragen, und was ist Gottes Geist? Wenn Gottes Geist dich leitet, dann leitet er dich. Wieso sollte Gott Interesse haben, uns zu leiten? Wer hat dir das gesagt? Woher weißt du das? Einfach nur als Reflexion einmal darüber nachzudenken. Ich merke täglich, fragt der Nächste, wie sich mein Lebensplan entfaltet. Schön, wie er sich entfaltet. Woher weißt du, dass der Wilms, jemand hat das Gefühl, das ist sein Lebensplan. Wunderbar. Indem ich die Gedanken analysiere, die mir täglich geschenkt werden. Ich entscheide dann, frei diesen zu folgen. Wunderbar. Ist doch wunderbar. Nur, wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich, den Gedanken zu folgen, die mir geschenkt werden. Wenn wir, auch da wieder, bitte nachdenken. Wir wollen das hier tun. Denke drüber nach, wenn du sagst, Gedanken werden mir geschenkt. Was passiert da in dir? Was passiert in uns, wenn wir sagen, es wird uns etwas geschenkt? Merkst du? Ein Geschenk ist etwas, was wir von außen bekommen. Wenn ich etwas von außen bekomme, ja, wie kann das mein Lebensplan sein, wenn ich etwas von außen bekomme? Dann ist es doch nicht mein Plan. Einfach nur darüber nachdenken, dass wir einmal darauf achten, was wir denken, was wir sagen, dass wir uns bewusst machen, die Gedanken werden mir geschenkt. Ja, dann kommen sie von jemand anders. Was hat das dann mit deinem Lebensplan zu tun? Dann steuert doch jemand deinen Lebensplan. Gottes Geist gibt dir dann die Gedanken, schenkt dir. Bitte einfach nur darüber nachdenken. Reflektiere das. Denk jetzt darüber nach. Stimmt. Wieso komme ich drauf, dass mir Gedanken geschenkt werden? Was denke ich dabei? Was empfinde ich dabei? Wie komme ich darauf, dass mir etwas geschenkt wird? Was macht das mit mir, wenn ich so denke? Dann hat hier, sagt jemand zum Thema Gott, ne? Sein offenbartes Wort, die Bibel sagt es uns, er hat es geschrieben. Ich würde wirklich wissen, wo da steht, dass er uns leitet, außer im Alten Testament. Ja, im Alten Testament steht, dass Gott dauernd geleitet hat, aber nicht mehr im Neuen Testament. Wo steht das, dass er uns leitet? Im Neuen Testament, bitte. Also wenn jemand ein Testament schreibt und es gibt ein Neues Testament, bitte darüber nachdenken, ernst nehmen, das einmal beachten. Ein altes Testament ist ein altes Testament, es gilt nicht mehr. Wunderbare Gedanken. Mir geht es immer darum, bitte reflektiert in euch. Schaut euch an, was die Gedanken mit euch machen. Wo kommen sie her? Warum denkt ihr so? Wir sind mittendrin eigentlich schon im Weg. Ich will jetzt darauf eingehen, auf dieses Thema, das jetzt auch schon kam. Ist Gott der Weg oder was auch immer? Jetzt stelle ich einfach mal eine These in den Raum oder will das als Frage stellen, weil es ja jeder irgendwo kennt, die längst vertraut sind, für die ist das normal, andere kennen das vielleicht noch nicht so. Jeder kennt den Spruch, es gibt ein höheres Ich. Ja, gibt es das? Gibt es ein höheres Ich? Ich sage es mal ja, aus der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner oder auch generell aus spirituellen Lehren sagt man, es gibt ein höheres Ich. So, was ist das höhere Ich? Na, das sind wir selbst. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Höheren und dem Jetzigen? Naja, wenn wir hier geboren werden, das ist dann die These, die die meisten von euch hoffentlich schon einmal kennen. Wenn wir hier geboren werden, und ich habe gerade vor kurzem einen Vortrag in der Schweiz gehalten und auch hier, glaube ich, noch einmal das auch zum Ausdruck gebracht, im Vortrag auf YouTube, dass der berühmte heilige Bruder Klaus der Schweiz, der Nikolaus von Flüe, beschrieben hat, dass er erlebt hat, dass bevor er heruntergekommen ist, seinen Lebensplan gesehen hat. Er hat gesehen, was sein Lebensplan ist. Das heißt, da sagt uns jemand, ich habe das erlebt, was mein Lebensplan ist. Das heißt, er sagt uns, bevor wir herunterkommen, sind wir schon da und bringen unseren Lebensplan mit. Das heißt, unseren Lebensplan.
Ein Plan, den wir selbst erstellt haben. Jetzt bin ich bei dem zweiten Thema, was ich brauche für den Weg. Also diesen Gedanken will ich jetzt in den Raum stellen, dass es unser eigentliches Ich ist, unser höheres Ich, das wir vergessen, solange wir hier in dem Körper sind. Ja, wir kriegen dann zwar Intuition, wir sagen, ich kriege die Gedanken geschenkt, aber ich sage, nein, die kriegt ihr nicht geschenkt, sondern die kriegt ihr geschenkt von eurem Ich. Das sind die Geschenke an euch selbst. Und insofern kann ich sagen, das sind die Gedanken, die ich von mir selbst geschenkt bekomme. Dann ist es wunderbar. Ich schenke mir selbst die Gedanken, nämlich meine Lebensbestimmungsgedanken. Weil als ich hier runterkam, habe ich mir vorher einen Plan überlegt, was ich in diesem Leben erleben will. Das ist unser Ziel oder unsere Ziele. Die sind da. Das will ich einmal als These in den Raum stellen. Also die These, bitte reflektieren. Aha, mich gibt es schon, bevor ich herunterkomme, und ich bringe meinen Plan mit, wie es viele erleben. So, und dann sind wir bei der Frage, wie kann ich das rausfinden, meine Bestimmung? Das war vorhin die wunderbare Frage. Aber erst einmal diese These, ich bin ein höheres Ich und habe immer meinen Lebensplan rausgesucht für dieses Leben. So, und wie finde ich das jetzt raus? Und das war jetzt sehr schön schon beschrieben. Ich folge meiner Intuition. Weil wessen Intuition ist das denn? Es ist die Intuition unseres höheren Ichs. Es ist unsere Intuition. Und nicht irgendjemand schenkt uns die, sondern wir selbst erleben unsere Intuition. Und wenn wir unserer Intuition einfach gesagt folgen, dann erfüllen wir unseren Plan. Weil wir sagen es uns ja selber. Schau, mach jetzt das. Ja, woher weiß ich das? Ja, weil ich es dir selber sage. Ich sage es dir, lieber Axel. Axel, tu das jetzt. Ja, wer bist du? Ja, ich bin du. Ich sage dir jetzt, was dein Plan ist, weil das ist unser Plan. Ich bin ja dasselbe wie du. Und jetzt bitte tu das. Okay. Und das tun wir intuitiv. Und jetzt wird klar, dass die Intuition etwas ist, wo wir unseren eigenen Lebensplan eventuell erfüllen. Das will ich jetzt in den Raum stellen. Diese These, es gibt dieses höhere Ich. Dann sagt hier jemand, Sören, ich kann noch nicht genau unterscheiden, ob mir die Gedanken von meinem höheren Selbst oder vom Zeitgeist, von Erzengeln oder anderen Wesenheiten gegeben werden. Ja, genau, wie sollten wir das auch unterscheiden können? Völlig berechtigt. Weil die Frage ist ja dann, und da kommen wir dann in diesen Vorträgen dazu oder in diesen Webinaren, ja, die Frage ist, wie finde ich das heraus? Das ist genau der Weg, den ich auch beschreiben will. Und da werden wir nachher drauf kommen, was brauche ich für Möglichkeiten, für Mittel, um das herauszufinden. Wunderbare, wunderbare Feststellung. Ja. Das nächste, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, das kommt dieses Zitat in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wunderbar, Johannes 14. Genau, dieser Heilige Geist, wir sagen auch der Geist Gottes, genau, der wird euch alles sagen. Okay? Und jetzt hast du mich erwischt, weil ich habe gesagt, es ist unser höheres Selbst, der uns das sagt. Ja, aber für uns ist derjenige, der zu uns spricht, zunächst unser Ich, unser höheres Ich. Und die Frage ist, wie kommt das höhere Ich an dieses Wissen heran? Naja, vielleicht unterhält es sich mit dem Heiligen Geist, dem Tröster, auf dieser geistigen Ebene und erlebt dann diese Worte, die gesagt werden. Und dann gibt es auch keinen Widerspruch mehr. Und wir erleben diese Gedanken, die dann gegeben werden. Und das ist ja genau das, wo ich nachher drauf komme, wie der Weg ist, das klar unterscheiden zu können und dann sagen zu können, ja, genau, das ist dieser Geist, dieser Heilige Geist, mit dem ich da rede. Und dann sagt er das auch zu mir. Das ist dann schon in Ordnung. Und trotzdem ist es was anderes, dass er, ob er das nur zu uns sagt oder wir das aktiv holen. Das ist etwas anderes. Ja, es ist etwas anderes, ob ich gefragt werde und ich sage euch das oder wie jetzt, ich halte einfach einen Vortrag und ihr hört zu. Das gilt es auch irgendwie zu unterscheiden. Dann haben wir noch die Frage, Axel, alles, was du sagst, ist für mich wie Brötchen holen. Aber ich sehe, dass es für andere nicht so ist. Ja, völlig in Ordnung. Wie Brötchen holen. Gut, wenn es ein Holen ist, dann muss man wenigstens aktiv was tun, dass einem die Brötchen nicht nur geliefert werden. Also der Gedanke ist der nächste. Könnt ihr das irgendwo nachvollziehen?
ich komme hier runter mit einem Plan und es ist mein Plan. Also Kismet, Schicksal gegeben. Nein, ich gebe mir meinen Plan. Das ist die Idee, die ich hier vermitteln will. Ich muss leider aufhören, wollte noch wissen, wann genau das Treffen im Juli ist und ob jeder kommen kann. Ja, am 29. Juli könnt ihr alles im Link, alles bei uns bestellen und es kann jeder kommen, 29. Juli im königlichen Kurhaus in Bad Reichenhall, ein wunderschöner, göttlich-königlicher Saal, in dem wir uns treffen wollen. Freut mich, wenn du dabei bist. Also, das ist jetzt die nächste Idee. Es gibt ein Ziel eventuell in unserem Leben. Und jetzt geht die Frage, wie finde ich das raus? Die Antwort wurde eigentlich fast schon gegeben. Es ist unsere innere Stimme der Intuition. Und dann kam die nächste Frage, wie kann ich das unterscheiden? Und das ist genau die Frage jetzt auch in diesen Vorträgen oder in diesen Video-Webinaren, dass wir versuchen herauszufinden, wie geht das denn? Das ist ja der Weg. Wie kann ich unterscheiden, von wem etwas kommt? Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, wie wir das unterscheiden lernen. Also wir brauchen auf jeden Fall das Ziel und jetzt brauchen wir etwas anderes. Also wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub fahre, dann muss ich schon einen Plan haben. Ich brauche als zweites einen Plan. Wie komme ich denn nach Mallorca? Naja, ich brauche ein Flugzeug oder ich fahre mit dem Schiff, ich muss mir einen Plan machen. Ich muss einen Weg beschreiten. Also Plan und Weg ist fast schon dasselbe. Wie komme ich zum Ziel? Das ist eigentlich relativ klar. Und wenn mein Ziel ist, dass ich irgendeinen Studienabschluss haben will, dann ist das mein Ziel. Und den Plan gibt meistens die Universität vor, aber da ist eine gewisse Freiheit gegeben. Je freier die Universität, desto freier der Plan. Heute wird er immer mehr verschult. Ja, aber ich brauche einen Plan, um dahin zu kommen. Das Ziel ist eigentlich der Abschluss. Und das Interessante ist das schon auch, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, dann geht es nicht so sehr um das Diplom, sondern das Diplom sagt eigentlich aus, dass man auf dem Weg etwas gelernt hat. Es spricht etwas über Fähigkeiten. Also da geht es schon auch um den Weg, nicht nur um das Ziel, sondern da ist das Ziel wirklich der Weg. Was habe ich auf dem Weg gelernt? Und das wird dann in dem Diplom zum Ausdruck kommen. Also ihr seht schon, dass der Ziel und Weg in dieser Art und Weise schon wieder etwas zusammenfallen. Eine andere Frage. Und wenn ich einmal komplett falsch abgebogen bin von meinem Plan und es kein Zurück mehr gibt. So, auch da wieder bitte ich dich. Liebe Franziska, einmal deinen Gedanken zu prüfen. Einfach den Gedanken zu prüfen. Beobachte jetzt einmal, was da in dir entstanden ist. Das ist die Übung jetzt. Und jetzt sind wir beim Weg. Also ich brauche einen Plan. Das ist das Zweite. Ja? Ich brauche das Ziel und ich brauche einen Plan. Das ist der Weg. Wie erreiche ich das Ziel? Und dass auf dem Weg dorthin natürlich ich die Erfahrung sammle, dass also da auch Dinge auf dem Weg mit das Ziel sind. Weil wie gesagt, Abschluss von Diplom bedeutet, auf dem Weg gewisse Dinge gelernt zu haben. Der Weg gehört damit dazu. Und trotzdem ist zum Schluss ein Ziel da. Aber das Ziel sagt vielleicht viel mehr über den Weg aus, als wir meinen. Bei der Urlaubsreise ist wieder was anderes wie beim Diplom. Da dient die Urlaubsreise eigentlich oder die Flugreise nur dazu, dahin zu kommen zum eigentlichen Urlaub. Also der Plan und damit der Weg sind auf jeden Fall notwendig. Aber auf diesem Weg, wenn es einen Plan gibt, gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt ja viele Menschen, die planen jetzt ihr Leben und das Leben kann man nicht planen. Punkt. Du kannst kein Leben planen. Das heißt, auch wenn wir mit einem Lebensplan kommen, heißt es nicht, dass der Plan so erfüllt wird. Wir kommen mit einem Plan, aber da gibt es noch 7 Milliarden Menschen und einige Wesenheiten. Und es gibt viele Geschehnisse auf der Erde und auf einmal merken wir, es kommt etwas dazwischen. Was brauchen wir also, wenn wir jetzt von Weg und Ziel sprechen, wenn wir einen Weg beschreiten wollen? Wir brauchen Flexibilität. Wir brauchen Anpassungsfähigkeit. Wir dürfen nicht stur beim Ziel oder beim Weg bleiben. Weil auch wenn wir eine Urlaubsreise machen,
Ja, dann kann es passieren, dass das Flugzeug defekt ist. Oder es gibt einen großen Streik, der Flughafen ist gesperrt, oder. Und plötzlich ist es alles geplant und plötzlich muss sich alles ändern. Ich muss im Hotel übernachten, ich muss einen anderen Flug nehmen, ich muss einen Bus nehmen. Und normalerweise ist das, was wir tun, wir fangen an zu fluchen, zu streiten und zu jammern oder was auch immer, weil es nicht nach unserem Plan geht. Und das Leben kann man nicht planen. Also das Allerwichtigste ist, eine Offenheit, eine Flexibilität zu haben und zu sagen, okay, ich stelle mich auf die Veränderungen ein. Veränderungen gibt es immer wieder. Ich muss lernen, mich auf die Veränderung einzustellen und dann festzustellen, okay, es geht nicht um den Plan. Es geht immer darum, dass ich lerne, mich auf diese Verhältnisse einzustimmen, dass ich flexibel bin. Und selbst wenn das Ziel nicht erreicht werden soll, es kann sein, dass ich die Urlaubsreise abbrechen muss. Selbst auf diese Flexibilität mich einzustellen und zu fragen, wie gehe ich mit der Veränderung um? Wenn wir das nicht können, wenn wir da zu starr sind, dann zerbrechen wir am Leben. Das Leben kann man nicht planen, so dass ich den Glauben habe, dass der Plan immer erfüllt wird. Also selbst unser Lebensplan kann eventuell abweichen und dann müssen wir uns darauf einstellen. Wir müssen diese Flexibilität haben, uns jederzeit anzupassen und wahrzunehmen und wach zu sein, wenn wir merken, es geht irgendwo ganz woanders hin. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Na, also wir hatten ja alle irgendwo vor ein paar, drei Jahren einen Plan und dann kam dieses komische C-Dings da. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und auf einmal war alles anders. Und jetzt hat man geflucht und gejammert und geschimpft und alles Mögliche gemacht oder man hat sich darauf eingestellt. Hat gesagt, wie gehe ich jetzt damit um? Wozu dient mir das Ganze? Ich stelle mich drauf ein und schon und schaut die Sache wieder ganz anders aus. Man kann daran zerbrechen oder man kann daran wachsen. Also Flexibilität ist das Dritte, was wir unbedingt brauchen, um ein Ziel zu erreichen, einen bestimmten Weg vielleicht zu gehen, aber um ein Ziel zu erreichen. Und dann war das andere, was vorhin auch noch kam, also Flexibilität wäre das nächste Thema. Könnt ihr das nachvollziehen, wie wichtig das ist, sich auf das ständig veränderliche Leben einzustellen, weil die Umgebung sich ständig ändert. Ja, mal regnet es mehr, mal scheint die Sonne mehr. Wie gehe ich jetzt mit dem Regen um? Wie gehe ich mit der Sonne um? Wir neigen ja immer dazu, dass wir uns immer über das Wetter beschweren. Auch heute regnet es wieder, morgen ist viel zu heiß. Es ist schon wieder schlechtes Wetter. Auch wenn die Sonne heute so heiß, das halte ich ja gar nicht aus. Ich freue mich, wenn es wieder kühler wird. Wenn es kühler wird, dann sagen wir auch, gestern war es so schön, können es nicht wärmer. Also wir wollen immer ein schönes, angenehmes Klima haben, ein gemäßigtes Klima. Ja, das geht nicht. Es gibt ständig Klimawechsel. Es gibt Leute heute, die beschweren sich über Klimawandel. Soll es geben, ja, dass das Klima sich wandelt. Ja, es wandelt sich, es wird sich immer wandeln. Also wir sind immer in der Tendenz, uns über das Wetter ständig zu beschweren. Das heißt, wir sagen, okay, es regnet, es ist gut für die Pflanzen, für die Welt. Schön, dass es regnet, wunderbar. Wir freuen uns, wenn die Sonne kommt. Und wenn die Sonne dann heiß brennt, sagen wir, ah, schön, dass es endlich mal so heiß ist, haben wir uns immer gewünscht. Ja, und wenn es dann wieder kühler wird, freuen wir uns auch. Im Moment genieße ich einfach mal die Wärme. Und wenn man dann zu viel Hitze hat, dann muss man schauen, wie gehe ich damit um? Was bringt mir das, mich zu beschweren? Das wird an der Hitze nichts ändern. Das wird eben noch hitziger werden. Also Flexibilität, eine ganz wichtige Übung. Ein ganz wichtiges Mittel auf dem Weg zum Ziel. Bloß nicht versuchen, das Leben zu planen. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das war vorhin schon eine gute Frage. Naja, wenn wir jetzt in Urlaub fliegen wollen, es wäre gut, es gäbe eine Airline, ne? Eine Fluggesellschaft. Weil sonst könnte man nicht fliegen. Das heißt, ich brauche auf dem Weg Ressourcen, wie man so schön sagt, die Mittel. Zeit, Geld, Partner, Kraft oder was auch immer. Ganz wichtig, dass man weiß, was sind denn meine Mittel, die ich brauche dafür. Und wenn sie nicht da sind, muss ich sie mir besorgen. Also Ressourcen gehören mit dazu. Und wir sehen dann schon am Beispiel der Fluglinie, ja, warum gibt es die Fluglinie? Weil andere die Idee hatten, eine Fluglinie zu gründen, weil es ja Menschen gibt, die gern fliegen wollen. Wunderbare Erfindung, wir gründen eine Fluggesellschaft. Wir sagen, wunderbar, dass ihr die Fluggesellschaft gegründet habt, weil jetzt können wir mit dem Flugzeug fliegen. Was machen wir darauf? Wir schimpfen über die Fluggesellschaft, weil es nicht pünktlich war. Statt dass wir uns freuen, dass es eine Fluggesellschaft gibt,
die es uns möglich macht, zu fliegen. Jetzt wird es natürlich schon wieder kritisch, weil jetzt dürfen wir dann nicht mehr fliegen, weil Fliegen produziert dieses komische Umweltgift da. Ne? Das, also Umweltgift, glaube ich, heißt Kohlendioxid, also CO2, dieses Umweltgift, ja, das die Pflanzen dringend zum Leben brauchen. Ich sage eher, es ist ein Lebensmittel, aber ja, wenn wir sagen, das ist ein Gift, dann wird es wohl schon stimmen. Dann fragen wir die Pflanzen, ist das ein Gift? Dann sagen die, nein, bitte nicht. Bitte nehmt uns das CO2 nicht weg. Wer tut ja selbst in die Gewächshäuser CO2, damit wir besser wachsen können? Bitte nicht. Wir brauchen das CO2. Dann sagen wir, das ist aber ein Umweltgift. Dann sagen die Pflanzen, aber nur für euch ein Umweltgift, für uns ist ein Lebensmittel. Ja, also dann dürfen wir nicht mehr fliegen, weil wir dann zu viel CO2 produzieren. Und wenn dann alle aufhören, klimaneutral zu sein, dann werden keine Pflanzen mehr wachsen oder weniger. Also man fängt ja nicht an, darüber nachzudenken, dass ja alles zwei Seiten hat. Regen und Schnee und die Airline hat auch zwei Seiten. Es gibt in manchen Ländern, wie in Deutschland, die sogenannte Deutsche Bundesbahn. Da nimmt der Ärger immer mehr zu, weil es immer mehr Unpünktlichkeiten gibt und das Schienennetz schon relativ marode ist. Ja, da kann man sich fragen, warum? Ja, da wird man auch dazu kommen, das ist dann soziale Dreigliederung, weil man merkt, dass es ein Unternehmen ist, was vielleicht zu wenig wirtschaftlich und zu wenig geistig arbeitet, ja, und so weiter und so fort. Dann stellt man fest, ach, da ist etwas ungesund, jetzt können wir uns drüber beschweren. Ja. Hilft aber auch nichts. Deshalb wird die Bundesbahn auch nicht besser. Also wir sehen, das ist immer wieder die Thematik, wie gehe ich mit der Veränderung im Leben um? Wie mache ich das Bessere daraus und was brauche ich für Mittel? Und danke, wir stellen fest, wir alle hängen voneinander ab. Es braucht die Airline, die ich brauche, um dahin zu kommen. Es braucht den Taxifahrer, es braucht die Leihwagenfirma. Auf einmal merke ich, dass ich eingebunden bin in diesen menschlichen Kosmos. Wir gehören alle zusammen und ich kann meinen Plan eigentlich nicht erfüllen, ohne dass es die anderen gibt. Und wenn wir dann irgendwann zum Thema Karma kommen, dann ist klar, okay, ich brauche die anderen dafür, dass mein Schicksal erfüllt werden kann. Dann kann eigentlich nur Dankbarkeit einen erfüllen und kein Jammer und kein Schimpfen. Das sind jetzt die wesentlichen Mittel, die wir brauchen, um ein Ziel zu erreichen. Jetzt kommt aber das Allerwichtigste überhaupt, wenn wir dann auch über den Weg in die geistige Welt sprechen. Was brauche ich vor allem, um ein Ziel zu erreichen? Das Allerwichtigste ist mein Wille, der Wille. Wenn wir wohin wollen, müssen wir das wollen. Das müssen wir wollen. Also wenn wir darüber sprechen, was ist mein Weg in die geistige Welt und ich erkenne diesen Weg zu diesem Ziel, das man dann vielleicht herausfindet, da komme ich dann noch drauf, über dieses Ziel, die Bestimmung des Menschen, dann muss ich es wollen. Ich muss den Urlaub wollen. Ich muss die Reise antreten wollen. Das ist der erste Schritt zu einem Ziel, ist der Wille. Das ist immer der erste Schritt. Und wenn der Wille nicht da ist, dann wird dieser Weg auch nicht beschritten werden können. Lieber Axel, wie reagieren, wenn man von Widersachermächten angegriffen wird? Fragezeichen. Dagegen kämpfen scheint nicht sinnvoll, sie walten lassen doch aber auch nicht. Ich habe ja bisher noch nichts von Widersachermächten gesagt, weil wir werden auf die wesentlichen Dinge kommen. Mir geht es ja erst einmal darum, diese Frage zu klären. Erstmal, was braucht man für ein Ziel? Und jetzt die Frage, was ist denn unser Ziel im Leben? Wie können wir herausfinden, was unser Ziel im Leben ist und wie ich das erreichen kann, falls es ein solches gibt. Jetzt habe ich gesagt, es gibt einen Lebensplan für jeden. Jeder hat seinen Lebensplan. Aber die Frage ist jetzt, gibt es denn eine Bestimmung? Und da will ich an der Stelle, die meisten von euch kennen es eh schon, aber es gibt immer wieder Leute, die neu dazukommen. Wo kann ich herausfinden, ob es eine Bestimmung des Menschen gibt? Gibt es ein Ziel für uns alle? Gibt es ein Ziel für uns alle? Und ich habe da noch etwas aufskizziert, vielleicht das vorneweg kurz. Unser Leben ist ja sehr vielfältig. Und jetzt sind hier das lauter Gipfelziele, lauter Ziele. Lauter Ziele, die hier stehen.
lauter Ziele in unserem Leben oder Wünsche. Und dann kann ich mal das und das und das und das und dann laufe ich durchs Leben und habe so viele Ziele gehabt. Ob ich alle erreicht habe, weiß ich nicht. Oder es gibt so etwas, ja, dass ich sage, es gibt ja eigentlich ein höheres Ziel. Es gibt da eine Bestimmung, ein Ziel und auf dem Weg dorthin muss ich verschiedene Zwischenziele erreichen. Vielleicht gibt es ein so höheres und so ein größeres, eines, das, worum das wirklich wichtig ist. Und das, auf das möchte ich hinaus. Da gibt es eine Idee, einen Gedanken dazu. Und dieser Gedanke kommt aus diesem berühmten göttlichen Weltenplan. Also die, die vielleicht das erste Mal hören, einfach die anderen Vorträge sich anschauen oder unsere Lehrgänge sich zulegen. Es gibt einen Plan für uns Menschen, diesen Weltenplan. Und da gibt es eine Bestimmung für uns Menschen alle, nämlich, dass wir Mensch werden. Der Plan ist, dass wir Mensch werden. Aha, klingt jetzt sehr nett, Herr Burkhardt, aber nett, Axel, aber was soll das heißen? Was ist denn der Plan? Was heißt es, Mensch zu werden, jetzt auf dieser Erde hier? Mensch zu werden auf dieser Erde. Die, die schon mehr wissen, wissen, dass es viele Menschwerdungen gibt, aber für uns als Menschen gibt es ein ganz bestimmtes Ziel. Jetzt geht es um dieses eine Ziel, worauf ich hinaus möchte, dass wir aus der Geisteswissenschaft wissen, dass es ein Ziel gibt für uns, und zwar für jeden Menschen von uns. Und das ist nicht individuell, und das ist die Frage, ob ihr da mitgehen könnt. Grundsätzlich, das ist nicht individuell, sondern es gilt für jeden Menschen. Für jeden von uns gibt es diese übergeordnete Bestimmung, der große Sinn unseres Lebens, Mensch zu werden. Und das heißt ganz konkret, ein sogenannter Geist der Freiheit. Und das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass es eine geistige Hierarchie gibt, der Weg in die geistige Welt, auf das komme ich noch. Der Weg in die geistige Welt heißt etwas ganz Konkretes und der Weg dorthin bedeutet, dass wir es zu tun haben mit geistigen Wesen und geistigen Hierarchien. Und wir kennen und wissen, dass es hier neun Hierarchien gibt. Im katholischen Christentum heißen die neun Engelchöre. Und jetzt ist unsere Bestimmung, das ist diese These, die Behauptung aus der Geisteswissenschaft, wir sollen ein Mitglied der zehnten Hierarchie werden. Wir als Menschen haben die Bestimmung, das zu werden. Und diese Bestimmung nennt man ein Geist der Freiheit zu werden. Das heißt, unsere Bestimmung ist, ein Geist der Freiheit zu werden. Ein Geist der Freiheit zu werden ist unsere Bestimmung. Und da könnte man sagen, das ist dieses Ziel hier oben. Vielleicht geht es dann danach noch weiter. Ja, oder vielleicht ist es auch hier, dass wir sagen, hier, das ist die eigentliche Bestimmung, um die geht es und nichts anderes. Hier oben, Geist der Freiheit. Geist der Freiheit. Das ist das Ziel. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Und das Erste ist natürlich, hier unten, wenn ich hier stehe, was ich gerade gesagt habe, da muss dieses Ich will stehen. Wenn ich weiß, dass das das Ziel ist, ja, der Mount Everest, sage ich, ja, den will ich besteigen, weil das ist meine Bestimmung. Und wenn das der Weg ist, dann muss aber hier unten trotzdem stehen, ich will. Und nicht nur, ich will mal das, aber nicht das da oben. Die meisten von euch kennen das schon, aber ich will es einfach hier so bewusst machen, als These. Unsere Bestimmung ist, ein solcher Geist der Freiheit zu werden. Eine ganz bestimmte, sehr genau definierte Bestimmung in diesem Weltenplan hat alles seine Bedeutung. Das ist jetzt einmal diese Idee, die ich in den Raum stelle. Dass es das gibt. Ah, das ist unsere Bestimmung, das gilt für jeden Menschen. Erreiche ich die oder erreiche ich die nicht? Es gibt eine zweite Sache, das ist die, wenn wir so in einen Garten schauen, ne, da gibt es viele Rosen in einem Rosengarten und trotzdem ist jede andere Rose, jede Rose anders. Obwohl sie alle Rosen sind, sind sie anders. Und wenn sie alle auch Menschen werden sollen, sollen wir doch alle individuelle Menschen werden. Ein Garten ist deshalb schön, weil er von einer bunten Vielfalt geschmückt ist. Und der Garten Gottes, wenn wir das als Bild einmal nehmen, der will genauso Vielfalt haben. Das heißt, es geht nicht darum, dass da lauter Roboterklone rumlaufen,
alles Menschen, die gleich ausschauen, sondern dass jeder einzigartig ist. Das heißt, es gibt unsere Bestimmung, für alle ein Geist der Freiheit zu werden, und gleichzeitig ist es unsere individuelle Bestimmung, und das muss jeder für sich selber herausfinden, welcher Geist der Freiheit er werden will, was seine persönlichen Merkmale sind, seine Charakteristiken, seine Fähigkeiten, seine Talente und so weiter. Jeder von uns ist anders, aber jeder wird ein Geist der Freiheit sein. Das ist so etwas, was ich hier an dieser Stelle mitgeben möchte. Ja? Die Fülle ist das Ziel und nicht die Eintönigkeit. Was ist denn mit den Menschen, genau kommt die Frage, die diese Bestimmung nicht erreichen? Kann das denn jeder erreichen? Das ist eine wunderbare Frage. Und das führt uns schon tief hinein in diesen Weltenplan, wollen wir heute ausführlich nicht besprechen. Ich kann auch nur sagen, was mein Wissen dazu ist. Prinzipiell kann es jeder erreichen. Punkt. Zweitens, es werden wahrscheinlich nicht alle erreichen, weil das war schon immer so. Nicht jeder wird die Klasse bestehen und muss eine Klasse wiederholen, um es einfach auszudrücken. Das heißt nicht, dass er dann die Bestimmung nicht erfüllt, aber später. Das ist vielleicht die kurze Antwort drauf. Also ein individueller Geist der Freiheit zu werden, das ist von jedem von uns seine Bestimmung. Und jetzt ist die Frage, warum kommen wir auf die Erde hier? Wir kommen nicht hierher, um Kinder zu bekommen und Partner zu finden und dann ein schönes bürgerliches Leben zu leben. Ja, vielleicht mit Wohlstand und so weiter. Deshalb kommen wir nicht hierher. Wir kommen nicht hierher, um Kinder zu kriegen. Wir kommen nicht hierher, um einen Partner zu heiraten und ein schönes Leben zu leben. Sondern wir bekommen Kinder, weil wir uns das rausgesucht haben für uns und unsere Kinder für die Entwicklung. Und wir finden einen Partner, weil wir diesen Partner uns raussuchen für unsere Entwicklung. Seht ihr den Unterschied? Ich habe ein Haus und ich komme nicht her, um das Haus zu bauen, sondern ich baue das Haus, um meine Entwicklung zu fördern in diesem Leben. Ich komme auf diese Erde mit einem Plan, um den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Und dann verstehe ich, warum ich die Kinder habe und warum diese Partner und warum das Haus. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Haus zum Ziel mache oder das Haus zum Mittel mache. Ob ich die Kinder zum Ziel mache oder die Kinder sind ein Mittel, beziehungsweise ich bin ein Mittel für meine Kinder. Seht ihr, dass es immer um das übergeordnete Ziel der spirituellen Evolution geht. Und das, was wir uns hier antun auf der Erde, dient dazu. In dem Moment, wo ich diese Mittel zum Ziele mache, verliere ich mich. Das ist ja immer die Gefahr hier auf der Erde. Boah, das ist alles so schön, das mache ich jetzt zum Ziel. Ich mache das Geld zum Ziel und schon habe ich verloren. Geld ist ein Mittel, aber kein Ziel. Seht ihr den großen Unterschied? Wenn es jemand in der Arbeit ums Geld verdienen geht, ist auf dem Holzweg. Wenn er das Geld als Mittel sieht für seine persönliche Entwicklung, dann ist es wunderbar. Seht ihr, es ist nur ein feiner Unterschied in der Geisteshaltung. Das wollte ich jetzt einmal grundsätzlich sagen zum Thema Zielsetzung, Bestimmung, Berufung in unserem Leben. Also wir haben jetzt schon eigentlich das Ziel schon einmal anvisiert. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen versuchen in den nächsten Vorträgen und dann auch bis zum Juli hin, das kann auch noch weitergehen, aber zunächst ist das als Ziel gesetzt, so miteinander gewisse Schritte dann zu gehen, um uns dann zu treffen, um dann gemeinsam einen Schritt, auch gemeinsam etwas zu machen. Jeder kann so und so allein gehen und muss da gar nicht mitgehen. Die Idee ist nur, dass man in gewisser Weise gemeinsam geht, weil man in diesem gemeinsamen Austausch natürlich es richtig sich findet und lernen kann. Wie gesagt, das ist unser Ziel, aber das wird dann für weitere Treffen ganz genauso gelten. Aber was wir eigentlich uns denken, wenn wir jetzt an dieses Ziel denken, das in diesem Weltenplan ganz weit in die Zukunft hinein liegt, dann geht es darum, irgendwie, dass wir uns ein Tor öffnen, eine Tür in die geistige Welt. Und worum geht es dann? Wenn wir hier von Spiritualität reden, dann gibt es immer einen schönen Begriff, das ist der Tempel. Wir wissen ja von dem Christus, dass er den Tempel nach 3 Tagen wieder aufgerichtet hat. Also uns geht es um diese Idee, können wir etwas beitragen, dass jeder für sich seinen eigenen Tempel findet, das Tor zu seinem eigenen Tempel und zu einem Tempel, der uns allen gehört. Also diese Idee, wir haben es hier mit einem
göttlichen, also man sagt, der Tempel ist ein Haus Gottes. Geht es hier darum, eventuell einen Tempel zu bauen, einen Tempel zu schaffen, den wir auch nur gemeinsam schaffen können? Das ist die Idee jetzt auch für dieses Meet and Greet und unsere Bewegung und Begegnungen. Und da gibt es diesen schönen Begriff im Alten Testament, den Tempel Salomons. Der hat eine ganz spezielle Bedeutung. Nicht umsonst wird er auch von den Freimaurern verwendet. Nun, dieser Tempel Salomons, der stand in Jerusalem, war ein physischer Tempel und galt für die Zeit des Alten Testaments. Er war dem hebräischen Volk gewidmet und dieses hebräische Volk hatte die Aufgabe, den Messias zu bringen. Das heißt, das Volk war der Christusträger, der sollte den Messias auf die Erde bringen. Und dafür steht auch dieser Tempel Salomons. Und jetzt hören wir da im Neuen Testament, der Tempel Salomons ist ja vernichtet worden. Und der Christus hat gesagt, ich werde ihn wieder auferbauen, aufrichten. Er hat zwar von seinem eigenen Tempel gesprochen, aber das hat offensichtlich mit diesem Tempel zu tun. Ich komme gleich noch drauf. Und dann gab es eben dieses alte Volk Israel. Und dann ist im Neuen Testament von einem neuen Israel die Rede. Und einem neuen Jerusalem. Ja, was ist das alte Israel und was ist das neue Israel? Das alte Israel war das hebräische Volk, das die Aufgabe hatte, den Christus auf die Erde zu bringen. Dann kam der Christus, dann hat der Christus aus dem alten Volk Israel ein neues gemacht, in dem sein Blut vergossen wurde und jetzt aus der alten Blutsverwandtschaft eine geistige Blutsverwandtschaft wurde. Aus dem alten Volk Israel wurde die ganze Menschheit. Also alle, die mit dem Christus gehen, bilden diese Menschheit und das ist das neue Israel. Es hat mit dem Alten überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist die Menschheit als Ganzes. Und ihr seht schon, das muss man richtig verstehen. Und dann liest man in der Offenbarung, wo das letztens alles steht, da steht dann auch was von einem Tempel, ja, aber nicht der Salomon ist es nicht unbedingt benannt, aber im Prinzip geht es um einen neuen Tempel in einem neuen Jerusalem. Es ist auf einmal die Rede vom neuen Jerusalem. Das alte Jerusalem war das, was für das Alte Testament gilt. Jetzt kann man sich an das alte Jerusalem halten und versuchen, das weiterhin auf der physischen Erde zu halten, aber das ist ein Irrtum. Das neue Jerusalem ist ein geistiges. Und ich sah, hieß es, ich sah das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, heißt es in Offenbarung. Das heißt, es geht um ein neues Jerusalem und in diesem neuen Jerusalem gibt es einen Tempel, den neuen Tempel Salomons. Versteht ihr? Also wir haben eigentlich im Neuen Testament alles vorgegeben. Wir haben ein neues Jerusalem als neues Volk Israel, ein neues Jerusalem mit einem neuen Tempel zu schaffen. Das ist das, was unsere gemeinsame Bestimmung ist. Das ist nicht etwas, was für uns jetzt individuell gilt, sondern in diesem Tempel hat jeder von uns seinen Platz. Vielleicht mit seinem eigenen persönlichen Tempel, seinem inneren geistigen Tempel, sein Heiligtum, in dem sein Ich wohnt. Aber es wird einen gemeinsamen Tempel geben und diesen gemeinsamen Tempel haben wir gemeinsam zu schaffen. Und das ist auch unser Angebot, dass wir sagen, mit unseren Treffen, bei diesem Meet and Greet und weiteren Treffen, wir wollen unseren Beitrag leisten, bewusst herauszufinden, wie wir diesen neuen Tempel schaffen. Das ist das, was unser Bestreben ist. Uns bewusst zu machen, dass es einen neuen Tempel zu schaffen gilt. Das werden wir noch weiter verfolgen, auch in diesem Seminar. Und ihr seht schon, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Geistiger Tempel, geistiges Jerusalem. Und wir sehen auf einmal, das, worum es geht, das Ziel und der Weg, das ist alles etwas Spirituelles. Und wie gesagt, wenn wir Haus bauen, können wir materiell denken oder spirituell bauen. Denken. Entweder ich nehme es als Mittel oder als Ziel. Wenn ich es zum Ziel mache, dann lande ich im Materialismus. Wenn ich es zum Mittel mache, dann denke ich spirituell. Das heißt, das Ziel ist etwas Spirituelles, der Weg ist eigentlich was Spirituelles und trotzdem kann ich den Weg nur auf der Erde gehen. Und deshalb ist diese Erde da und die Materie und deshalb müssen wir etwas jetzt schaffen. Diese große Herausforderung für uns alle ist, den Geist, das Spirituelle und die Materie zu vereinen. Und jetzt haben wir genau diese wunderbare Thematik, wenn ich den Geist in den Vordergrund stelle und die Materie negiere,
dann wissen wir, was das ist. Und wenn ich die Materie in den Vordergrund stelle und den Geist negiere, dann lande ich im Materialismus. Also beide einseitige Wege führen eigentlich in den Abgrund. Und der ist in der Offenbarung auch beschrieben. Ist wunderbar beschrieben, wie vor den Toren von Jerusalem eigentlich der Abgrund lebt. Und die Menschen, die dort leben, das war die Frage vorhin, wenn die Menschen nicht mitgehen, was passiert mit ihnen? Das ist alles in der Offenbarung beschrieben. Das heißt, uns ist eigentlich ein Weg längst gegeben, der ist in der Offenbarung beschrieben. Das Ziel ist gegeben und der Weg ist eigentlich auch sehr verschlüsselt beschrieben. Aber wir kommen gleich auf den Weg, den wir gleich beschreiben werden noch. Also jede Einseitigkeit von Geist und Materie führt in den Abgrund. Das ist einmal so die Gedanken, die ich bis dahin geben wollte. Wir sind jetzt schon bei der Offenbarung. Wie geht es euch damit? Ich will geben, auch schön. Das ist auch dann die Frage der Selbstehrlichkeit, der Selbstbeobachtung. Will ich wirklich nichts gewinnen? Wir hatten vor kurzem einen schönen Vortrag im Bündnis von Dr. Kühlken über Antisoziales und Soziales. Es ist schon wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht nur sozial sind, sondern auch antisozial, so komisch das klingt. Nicht nur geben wäre einseitig, es ist eine spannende Thematik, bei Gelegenheit etwas mehr darüber. Wofür steht Jerusalem? Kommt die Frage, naja, das alte Jerusalem war ja sozusagen das Zentrum des Messiasvolkes und das neue Jerusalem ist das auch, aber das ist ein rein geistiges Volk. Eine geistige Stadt, kann man sagen, die Wohnstadt der neuen Menschheit. Und dieses Jerusalem ist der neue Jupiter. Das ist die neue Inkarnation der Erde. Das nennt man das neue Jerusalem, ganz konkret. Danke für die Frage. Was mit uns ist, wir sind dann gerettet, ja, sagt jemand. Problem ist, wenn man immer alles zerredet. Ja? Wenn man alles zerredet. Ja? Zerreden sollten wir nichts. Das stimmt. Also was unsere Aufgabe ist, was ich hier angedeutet habe, gibt es den richtigen Weg oder führen alle Wege zum Ziel? Wunderbar, ich komme gleich noch drauf zu dieser Frage, da will ich noch etwas sagen. Jetzt kommen wir drauf, genau diese Frage ist wunderbar. Weil hier kommen wir zu dem Punkt, dieses neue Jerusalem können wir nur erreichen, indem wir uns inkarnieren und dieses Geschenk der Erde nutzen, uns spirituell zu entwickeln. Das heißt, unsere Aufgabe ist die Integration von Geist und Materie. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt ist genau die Frage, wo finden wir denn den Weg? Ja, gibt es mehrere Wege? Woher weiß ich das alles? Wie kann ich das alles herausfinden? Und zwar exakt. Und da kommen wir auf das Thema der Wissenschaft vom Geist. Da wissen wir eigentlich jetzt mal, so ist die These auch für uns, da gab es den Rudolf Steiner und der hat die Anthroposophie ins Leben gebracht, die Wissenschaft von der geistigen Welt, die Anthroposophie. Und wenn es dann heißt, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, ist die Frage, was macht dieser Satz? Von Christus mit euch, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Was heißt das denn? Naja, durch mich heißt, ich bin der Weg. Das war die Frage noch, wie kann jemand der Weg sein? Kann der Christus der Weg sein? Wenn wir seinen Namen nehmen, ich bin, und sagen, ich bin ist der Weg, dann ist das schon etwas anderes, dass ich sehe, okay, mein Ich Bin zu entwickeln ist der Weg, und der Christus selber ist ja ein Weg gegangen. Wenn wir den Weg des Christus anschauen, von seiner Geburt bis hin zur Kreuzigung und zur Auferstehung, dann ist es ein Weg. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, dann kann das vielleicht heißen, schaut meinen Weg an. Wenn er sagt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach, dann stellt er schon einen Weg dar. Das ist der Weg hin zum Menschsein, zum wahren Menschsein in Liebe. Er hat uns den aufgezeigt, den Weg. Hat er da nicht die Berechtigung zu sagen, ich bin der Weg oder ich bin, ist der Weg? Vielleicht ist das auch eine Übersetzung. Wie komme ich zu dem Ich Bin? Und jetzt hören wir eben, oder Steiner oder wir, die Anthroposophie ist das, was die Wissenschaft von der geistigen Welt ist. Und wenn wir uns fragen, was ist mein Weg in die geistige Welt?
Dann kommt jetzt die Anthroposophie ins Gespräch und da kommt der berühmte Leitsatz Nummer 1 aus den Leitsätzen von Rudolf Steiner, die er im letzten halben, dreiviertel Jahr seines Lebens verfasst hat. Und dieser erste Satz lautet: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Sie tritt im Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auf. Sie muss ihre Rechtfertigung dadurch finden, dass sie diesem Bedürfnis Befriedigung gewähren kann. Anerkennen kann Anthroposophie nur derjenige, der in ihr findet, was er aus seinem Gemüte heraus suchen muss. Anthroposophen können daher nur Menschen sein, die gewisse Fragen über das Wesen des Menschen und der Welt so als Lebensnotwendigkeit empfinden, wie man Hunger und Durst empfindet. Das ist der Leitsatz Nummer 1, die Beschreibung von Rudolf Steiner. Und sie ist sehr umfassend. Und schauen wir uns das Erste an. Was heißt das? Ja? Dass Anthroposophie ein Erkenntnisweg ist, der das Geistige im Menschenwesen ins Geistige des Weltenalls führen möchte. Was ist denn das Geistige im Menschen? Und ich will es etwas kurz machen, weil da habe ich noch ziemlich viel an Gedanken dazu, aber ich will es etwas kurz machen. Wir sprechen heute vom Intellekt. Wenn wir heute vom Geistigen in uns sprechen, dann meinen wir unseren Erdenverstand. Der Engländer unterscheidet immer zwischen Mind und Spirit. Und er unterscheidet zwischen Sky und Heaven. Das haben wir im Deutschen nicht. Wenn wir Mind und Spirit übersetzen, dann sagen wir Geist und Geist, weil wir das nicht anders übersetzen können. Wir sagen Himmel und Himmel. Aber Sky ist der physische Himmel und Heaven der geistige Himmel. Und Mind ist der physische Geist und Heaven und Spirit ist der spirituelle Geist. Ihr seht, da ist eine Differenzierung. Im Deutschen tun wir uns schwer. Was ist das Geistige im Menschen und das Geistige im Weltenall? Gehen wir einmal davon aus, dass das Geistige im Menschen das ist, was wir alle kennen. Wenn wir sagen, ja, unser Denken ist was Geistiges, dann ist das geistig, es ist nicht materiell, aber es ist nicht der Geist im Weltenall zunächst. Denn was ist denn das Geistige in einem spirituellen Sinne? Das ist eben nicht der Intellekt zunächst, nicht der Verstand, sondern es sind die geistigen Wesenheiten. Es ist das Wesenhafte, das Wesentliche. Das ist das, wo die Anthroposophie hinführen will. Vom geistigen Menschen, vom Verstand in die geistige Welt, in die höheren Erkenntnisse in der geistigen Welt. Das ist der spirituelle Weg. Das ist das, was Rudolf Steiner meint, was die Anthroposophie ist. Und anerkennen kann nur derjenige sie, der sagt, ich finde in der Anthroposophie das, was ich suche. Und was sagt er? Was sucht der Mensch? Er muss ein Herzensbedürfnis haben und es muss ihm sozusagen Hunger, ein Hungergefühl und Durstgefühl bereiten. Er sagt, ich suche Antworten. Ich suche Antworten auf das, was das Wesen des Menschen ist und das Wesen der Welt. Merkt ihr, Wesen des Menschen, was bin ich, wer bin ich? Und das Wesen der Welt, was ist die Welt? Und das eine nennen wir Selbsterkenntnis und das andere nennen wir Welterkenntnis. Wenn wir Menschen nicht nach Selbsterkenntnis und nach Welterkenntnis streben, brauchen wir keine Anthroposophie. Ihr braucht sie nicht. Wenn euch das nicht interessiert, wer ihr wirklich seid und was die Welt ist, dann lasst die Finger von der Anthroposophie. Ihr braucht das überhaupt nicht, den ganzen Kram. Wenn ihr aber solche Lebensfragen habt, wo ihr sagt, mich dürstet nach einer Antwort, dann ist die Frage, wo finde ich eine Antwort? Rudolf Steiner sagt, du findest sie in der Anthroposophie. Das ist ein Erkenntnisweg. Er sagt, nicht der einzige, das zu der Frage von vorhin. Die Frage ist jetzt aber, was ist das für ein Erkenntnisweg? Weil, wenn wir heute fragen, irgendetwas aus dem Thema, ja, ich komme dann gleich drauf, ne, was Gold, wenn ich sage, ich will Gold suchen. Gold ist ein wichtiges Mittel für die Menschen hier auf der Erde. Das nimmt man auch nicht mit rüber, also es bringt einem gar nichts mit drüben. Also da kann noch so viel Gold haben, wenn ich rübergehe, ist vorbei. Hilft mir kein Gold. Aber auf der Erde ist Gold was Wunderbares. So, wenn ich jetzt Gold suchen gehe, dann muss ich erstens wissen, was Gold ist. Ich muss zweitens wissen, wie es ausschaut. Und ich muss drittens wissen, wie Gold sich von Katzengold oder irgendeinem anderen falschen Gold unterscheidet.
Das muss ein Goldsucher wissen. Wenn wir jetzt nach Erkenntnis streben, nach dem Erkenntnis des Wesens des Menschen, Selbsterkenntnis, und nach Welterkenntnis streben, dann suchen wir Erkenntnis. Wir sind also Erkenntnissucher. Was nehmen wir mit? Erkenntnisse, geistige Erkenntnisse. Das ist, was wir mitnehmen. Gold nehmen wir nicht mit, Erkenntnisse nehmen wir mit, spirituelle. So, wenn ein Goldsucher wissen muss, was Gold ist, was muss dann ein Erkenntnissucher wissen? Was muss ein Erkenntnissucher wissen? Er muss wissen, was Erkenntnis ist. Und wenn ein Goldsucher wissen muss, wie Gold ausschaut, dann muss ein Erkenntnissucher wissen, wie Erkenntnis schmeckt, wie sie ausschaut, wie sie sich anfühlt. Und wenn ein Goldsucher echtes Gold vom falschen Gold unterscheiden will, was muss dann der Erkenntnissucher? Er muss wahre Erkenntnis von der falschen Erkenntnis unterscheiden können. Wir Menschen sind Erkenntnissucher. Die Anthroposophie erhebt den Anspruch, spirituelle Welterkenntnis und Selbsterkenntnis zu liefern. Wenn ich Erkenntnis suche, muss ich wissen, was Erkenntnis ist. Ich muss wissen, was Erkenntnis ist. Lernen wir in der Anthroposophie, was Erkenntnis ist? Nein. Das hat doch Rudolf Steiner hier vorausgesetzt, dass man weiß, was Erkenntnis ist. Und wenn ich Selbsterkenntnis suche, dieser berühmte Satz im Orakel von Delphi, Gnoti Seauton, Mensch, erkenne dich selbst. Das ist der tiefste Spruch, den die Menschheit kennt. Der Sokrates hat den verwendet, es war ja schon vor Sokrates da, wurde den sieben Heiligen, den sieben Weisen Griechenlands zugeschrieben, dieses Orakel. Mein Bester, vergiss nicht, dich selbst zu erkennen und mache nicht den Fehler, den die meisten Menschen machen. Denn die meisten sind darauf aus, vor den Türen anderer zu kehren und kommen nicht dazu, vor ihre eigenen zu kehren. Das war eine Erinnerung von Xenophon an Sokrates. Mensch, erkenne dich selbst. Wir sagen alle, ja, genau, das ist wunderbar. Da will ich hin, ich will Selbsterkenntnis haben. Woher willst du wissen, wenn du etwas über dich herausfindest, dass es eine Erkenntnis ist? Woher willst du wissen, wenn du nach Selbsterkenntnis strebst, ob das eine Erkenntnis ist, wenn du nicht weißt, was eine Erkenntnis ist? Wenn du es nicht unterscheiden kannst von Nicht-Erkenntnis. Im Yoga, in den alten Yoga-Schriften heißt es immer, das Wichtigste ist, dass du die Wahrheit vom Irrtum, dass du das Wesentliche vom Unwesentlichen erkennen lernst, unterscheiden lernst. Ja, dann musst du wissen, was das Wesentliche ist. Wenn du Erkenntnis von Nicht-Erkenntnis unterscheiden lernen willst, musst du wissen, was Erkenntnis ist. Wenn du herausfinden willst, dass du verlässliche Erkenntnis hast, musst du wissen, was verlässliche Erkenntnis ist, was Wahrheit ist. Wenn du Gewissheit haben möchtest, musst du wissen, was Gewissheit ist, was eine gewisse Erkenntnis ist. Wo lernst du das? Das ist die Frage, die wir stellen müssen, bevor wir in die Anthroposophie eintreten. Das wisst ihr alle schon. Jetzt will ich noch einmal euch anregen, darüber nachzudenken. Ist das für euch nachvollziehbar? Wenn ich nach Selbsterkenntnis strebe und ich strebe nach Erkenntnis, dass ich wissen muss, was Erkenntnis ist. Wenn ich nach Wahrheit strebe und ich weiß, was Wahrheit ist, wie kann ich nach etwas streben, was ich als Ziel nicht kenne? Wie kann ich nach Erkenntnis streben, nach einem Ziel, wenn ich nicht weiß, was das Ziel ist? Deshalb habe ich so viel Wert darauf gelegt, auf das Ziel. Und das Ziel, die 10. Hierarchie, war das eine. Aber was ist das Wesen der 10. Hierarchie, der Geist der Freiheit? Ach, ein Geist der Freiheit sollen wir werden. Ja, was ist denn Freiheit? Ja, weißt du das? Wenn ich nach Freiheit strebe, muss ich wissen, was Freiheit ist. Ich muss das Ziel kennen. Und wenn ich nach Erkenntnis strebe, muss ich wissen, was Erkenntnis ist. Das ist das, was ich hier noch einmal euch ins Bewusstsein rufen möchte. Dass ihr da wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, was diese logischen Schlussfolgerungen hier bedeuten, ob ihr die ernst nehmen könnt
Und wenn ihr sie ernst nehmen könnt, was das dann für eine Konsequenz ist. Hat das eine Konsequenz für dich? Wenn du sagst, ich will Selbsterkenntnis haben, aber ich kann ja gar nicht wissen, ob es eine Selbsterkenntnis ist. Woher weiß ich, dass das eine Erkenntnis ist, wenn ich nicht weiß, was Erkenntnis ist? Woher weiß ich, dass es Wahrheit ist, wenn ich nicht weiß, was Wahrheit ist? Der Goldsucher muss wissen, was Gold ist. Und wer sagt ihm, was Gold ist? Ganz klare Antwort. Wer sagt ihm das? Die Wissenschaft der Chemie. Die Chemie sagt dem Goldsucher, was Gold ist. Die Wissenschaft der Chemie sagt dem Goldsucher, was Gold ist. Wer sagt dem Erkenntnissucher, der jetzt das Erkenntnissieb hat und Erkenntnisse raussieben will, ob das, was da rausfällt, eine Erkenntnis ist? Seht ihr, wie wichtig diese Frage ist? Die Anthroposophie soll uns zur Welterkenntnis im Geistigen führen. Woher weiß ich, was Erkenntnis ist? Die Philosophen haben jahrhundertelang darüber gerätselt. Und sie haben deshalb eine Wissenschaft begründet, die wir heute Erkenntniswissenschaft nennen. So wie die Wissenschaft der Chemie mir sagt, was Gold ist. Jetzt bitte denkt drüber nach, ernsthaft darüber nach. Das ist so wichtig, diese Frage. Brauchen wir dann eine Wissenschaft der Erkenntnis? Brauche ich die Wissenschaft der Erkenntnis, damit ich genau weiß, was was Erkenntnis ist? Diese Frage wollte ich euch mitgeben, ernsthaft. Könnt ihr dem folgen? Ist das für euch klar? Was ist die Konsequenz? Ich bin ja selber erst in den letzten Jahren darauf gestoßen, auf diese Bedeutung. War mir vorher in dieser Art und Weise überhaupt nicht bewusst. Wenn ich Erkenntnissucher bin, muss ich wissen, was Erkenntnis heißt. Wenn ich Freiheit will, dann muss ich wissen, was Freiheit ist, und zwar exakt. Ich muss exakt wissen, was Gold ist. Und ich muss exakt wissen, was Erkenntnis ist, und exakt wissen, was Wahrheit ist. Und ich muss exakt wissen, was Freiheit ist, und ich muss exakt wissen, was Liebe ist. Diese Vortragsreihe dient dazu, diesen Weg in die geistige Welt zu beschreiben, anzudeuten und dann klarzumachen, Leute, das ist der Weg in die Freiheit, zur Liebe, das ist der Weg zum Geist der Freiheit, das ist unsere Bestimmung. Ja, wer bin ich denn als Geist der Freiheit? Das muss ich doch genau wissen. Da braucht man dann die Anthroposophie, aber nicht für die Freiheit. Für die Freiheit brauche ich vorher eine Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner, die Wissenschaft der Freiheit. Und das ist etwas, was zwar bekannt ist in der anthroposophischen Bewegung und beliebt ist das Buch, aber die Frage ist, wer beschäftigt sich ernsthaft wissenschaftlich mit der Wissenschaft der Freiheit? Wer mit der Wissenschaft der Erkenntnis von Rudolf Steiner? Das wollte ich heute noch einmal mitgeben, aber die meisten von euch kennen das schon und sagen, das kennen wir alle schon von dir, Axel, ja? Und deshalb will ich es noch einmal sagen, dass ihr darüber nachdenkt, was das in euch macht, wenn ich das jetzt noch einmal sage. Euch die Frage stellt, was macht das mit euch? Ist das eine Erkenntnis, die ihr habt? Ist das eine Erkenntnis, die ihr habt, dass ihr wissen müsst, was Erkenntnis ist, wenn ihr selbst Erkenntnis betreiben wollt? Wie wollen wir Erkenntnis, Selbsterkenntnis betreiben, wenn ich nicht weiß, was Erkenntnis ist? Wie wollen wir Gold suchen, wenn wir nicht wissen, was Gold ist? Deshalb hat die Menschheit die Wissenschaften erfunden. Die Wissenschaften, die Wissenschaft der Chemie, der Physik, der Mathematik und so weiter. Und dann jetzt auch die Wissenschaft der Erkenntnis, die kommt von Rudolf Steiner, nicht von Kant. Der hat es versucht, der ist daran gescheitert. Die Wissenschaft der Freiheit gab es vorher nicht. Rudolf Steiner hat die Wissenschaft der Freiheit ja in die Welt gebracht. Und dann kommt die Anthroposophie, die Wissenschaft von der geistigen Welt, von den geistigen Wesenheiten. Da will sie uns hinführen, zur Selbsterkenntnis und zur Welterkenntnis. Aber davor hat er die Wissenschaft der Erkenntnis und der Freiheit gegeben, damit wir den Weg der Anthroposophie in die geistige Welt betreten können. Und deshalb steht auch bei diesem Weg hier, und damit will ich das für heute auch noch einmal beschließen, das ist für viele von euch noch nichts Neues, dass hier die Erkenntnis steht und da die Freiheit. Und dann kommt die Anthroposophie. Und das wird oft übersehen, dass man schon da nach oben strebt
und vergessen hat, hier hinzugehen. Man will dahin, aber eigentlich kann man gar nicht dahin kommen, weil man die Gipfel davor nicht erklommen hat. Das wollte ich heute noch einmal ins Bewusstsein rufen. Das Spannende ist, ich habe also dann auch mal recherchiert wieder im Netz. Ich habe Erkenntniswissenschaft eingegeben, aber wo bin ich gelandet? Bei einer Universität, also merkwürdig. Erkenntniswissenschaft kommt immer nur bei einer Universität. Bei den Universitäten kommt das gar nicht vor. Da ist es Erkenntnistheorie. Da findet man überall einen Studiengang in Erkenntnistheorie, so wie in Quantentheorie. Aber Erkenntniswissenschaft ist eigentlich gar nicht so bekannt, weil man nennt es nur eine Theorie. Man traut es gar nicht, sich, sag ich mal meine Vermutung, man traut es sich gar nicht, Wissenschaft zu sagen. Ich könnte euch das nicht nur vermuten, sondern begründen, weil man gar nicht den Anspruch der Wissenschaft hat. Er sagt, ja, da haben wir eine Theorie, aber eigentlich wissen wir, dass sie gar nicht so richtige Ergebnisse liefert. Und Rudolf Steiner hat eigentlich eine Erkenntniswissenschaft geliefert, eine exakte Wissenschaft dessen, was Erkenntnis ist. Und das ist dieser erste Schritt, wenn ich sage, der allererste Schritt auf dem Weg ist, heißt, ich will. Und wenn man dann sagt, ja, die Anthroposophie ist der Erkenntnisweg, der mich in die geistige Welt führt, das ist völlig richtig. Aber die Basis dafür ist die Erkenntniswissenschaft. Ich muss vorher diese Mittel, das sind die Ressourcen, das sind die Mittel, die ich brauche auf dem Weg zum Ziel, dass ich mir die Erkenntnisfähigkeit schule. Ich muss mir meine Erkenntnisfähigkeit schulen, um sie zu einer höheren Erkenntnisfähigkeit auszubauen. Wenn ich das Fahrradfahren nicht gelernt habe, werde ich schlecht die Tour de France fahren können. Das geht nicht. Und das ist die Schwierigkeit, dass ich einen Erkenntnisweg der Anthroposophie gehen will und noch nicht richtig verstanden habe, was Erkenntnis ist. Dann werde ich scheitern. Und deshalb scheitern so viele an der Anthroposophie und deshalb scheitert oft heute die sogenannte Anthroposophie und die Bewegung daran, dass man noch nicht richtig die Erkenntnisfähigkeit geschult hat. Viele haben das schon und viele haben das nicht geschult. Und wenn man sich das überlegt und wenn man sagt, ich will eigentlich Gewissheit haben, dann ist es dieser Weg, den ich hier noch einmal aufzeigen wollte, dass wir sehen, okay, ich muss vorher einen anderen Schritt auf diesem Weg gehen. Wenn ich das wirklich will, brauche ich irgendwo etwas in mir, ein Mittel, eine Ressource, mit dem ich zu jedem Zeitpunkt überprüfen kann, ob das, was ich da lerne in der Anthroposophie, auch die Wahrheit ist. Ob ich das in mir überprüfen kann. Wie kann ich das überprüfen? Die Frage, die kommt immer. Und tausendmal bei allen Vorträgen, woher kann ich wissen, dass das stimmt, was Rudolf Steiner gesagt hat? Genau das ist die Frage. Woher willst du das wissen? Das kannst du nur, wenn du deine Erkenntnisfähigkeit geschult hast. Dann kannst du das für dich herausfinden. Wie kannst du das unterscheiden, wer da in mir redet? Nur wenn du dich geschult hast, das in dir zu unterscheiden. Das ist das, was man schult in der Erkenntniswissenschaft. Ja, das ist die Wissenschaft des Goldsuchens. Die Wissenschaft der Erkenntnissuche. Das ist das, was ich noch einmal wieder an dieser Stelle ins Bewusstsein bringen wollte. Wenn wir den Weg in die geistige Welt suchen, und das ist ja die Anthroposophie, in dahingehend, dass wir das Geistige in uns, den Intellekt, den Verstand erheben in höhere geistige Fähigkeiten, dann muss ich vorher den Verstand erobert haben. Ich muss vorher das erobert haben, was die Grundlage dessen ist, was ich dann erhöhen will. Und Anthroposophie, hat er gesagt, ist, ich muss ein Bedürfnis haben nach den Fragen. Und deshalb, und die kann nur die Anthroposophie beantworten. Was ist ein Wesen? Ja, was ist ein geistiges Wesen? Wer bin ich als Wesen? Was ist nach dem Tod? Was ist Schicksal? Was ist Gott? Was sind Engel? Das kann die Erkenntniswissenschaft nicht beantworten. Das kann nur die Anthroposophie beantworten. Aber zu wissen, ob das stimmt, was die Anthroposophie sagt, dazu brauche ich die Erkenntnisfähigkeit. Um zu wissen, ob das stimmt, was die Chemie sagt, brauche ich Erkenntniswissenschaft. Ich brauche überall die Fähigkeit, meine Erkenntnisfähigkeit so zu schulen, dass ich urteilsfähig bin. Urteilsfähig zu werden, egal in Bezug auf was, urteilsfähig zu werden, ist die Schule des Denkens, ist die Schule der Erkenntnisfähigkeit. Warum fällt uns das heute so schwer, sich uns mit diesen Dingen zu beschäftigen? Naja, dann schauen wir jetzt mal hin. Es haut uns eine Krise um die Ohren, eine nach der anderen um die Ohren.
Jetzt hat man ein schönes, gemütliches Leben gelebt. Jetzt hat man sich ein Haus gebaut, ist fast dabei, alle Schulden abzuzahlen. Ja, jetzt kommt die Klimakrise und so weiter. Jetzt muss ich eine neue Heizung einbauen, aber ich habe ja das Geld gar nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich das machen, wie kann ich das schaffen? Gibt es Tricks, gibt es Mittel, warte ich noch, warte ich nicht? Merkt ihr, was da passiert? Das ist ja nicht nur das, dann darf ich auch das Auto nicht mehr fahren, das darf ich auch nicht, das darf ich auch nicht mehr. Das heißt, was passiert denn da? Ein Ablenkungsmanöver nach dem anderen. Es hält uns davon ab, uns mit den wesentlichen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Einfach nur von der Wahrnehmung her. Wir kommen ja gar nicht dazu zum Denken, weil wir ständig nur schauen müssen, dass wir unsere Existenz noch hier, jetzt in unseren Breiten hier, sichern müssen. Ja? Da müssen wir einen Bunker uns anlegen und Nahrungsmittel legen und so weiter. Es gibt ja immer wieder die Prepper-Bewegung, was ich jetzt alles tun muss, weil da kommen ja so viele Katastrophen auf uns zu und für alle Katastrophen muss ich vorbereitet sein. Ich bin ja ständig damit beschäftigt, meine materielle Existenz zu sichern. Jetzt kommt das noch und kommt das noch. Und wenn man einen Unternehmer fragt, der sagt, ja, oder Lehrer, wir haben 50-60% Bürokratie und es kommt immer mehr Bürokratie. Ich komme schon gar nicht mehr zur Pädagogik oder nicht mehr zum Unternehmerdasein. Es kommt noch immer mehr. Ja, wo habe ich denn noch die Zeit, über was Wesentliches nachzudenken? Ja, da bleib mir doch bitte vom Leib, da habe ich gar keine Zeit mehr. Merkt ihr, was da mit uns gemacht wird? Ist ja verständlich, wenn die Leute sagen, ich habe für sowas alles keine Zeit. Sehr, sehr geschickt gemacht. Und das war die Frage nach den Widersachermächten. Ja, so arbeiten die Widersachermächte. Darauf achten, wo ich von etwas abgelenkt werde. Zum Beispiel, das ist etwas, wir werden uns da immer näher damit beschäftigen. Also das war das, was ich heute euch mitgeben wollte. Wir werden dann immer mehr auch darauf einsteigen. Und was ich zum Schluss eben damit zum Ausdruck bringen wollte, was wir erreichen wollen mit diesem kleinen Stufenplan und zum Schluss vielleicht auf dem Meet and Greet oder jeder für sich selbst, dass, so würde ich es vielleicht für heute sagen, dass wir ein Tor in uns öffnen. Und ich habe ja auch über das große neue Jerusalem gesprochen. Es hat jeder seinen eigenen Tempel, aber es gibt einen gemeinsamen Tempel, an dem haben wir zu bauen. Und wir wollen gerne das Persönliche in euch fördern, dass jeder seinen eigenen geistigen Tempel sich erbaut, mit seinem innersten Heiligen, seinem Ich. Und dass wir daran bauen, diesen großen Menschheitstempel zu schaffen. Das ist so unser Versuch, einen Beitrag zu leisten mit dem, was wir in den nächsten Monaten auch hier wieder vorhaben. Und vielleicht treffen wir uns da alle gemeinsam, um dann auch an diesem speziellen Tag ein Tor zu öffnen, gemeinsam auch. Und ich will das für heute einmal nennen, das Tor der Gewissheit. Dass wir lernen, dass wir verstehen, dass wir Gewissheit erlangen können und dass es ein bestimmter Weg ist, an dem heute die Philosophen verzweifeln. Sie verzweifeln daran, wenn man heute Erkenntnistheorie lernt auf der Uni oder Wissenschaftstheorie, dann verzweifelt man, weil man überhaupt keine Gewissheit bekommt. Gar keine. Und das ist frustrierend. Das ist frustrierend und deshalb nennt man das vielleicht Erkenntnistheorie, weil man eigentlich gar keine gewissen Aussagen hat. Und das ist höchst spannend, denn wir wollen doch alle nicht ungewiss leben, sondern wir wollen doch wissen, wo wir einen Anker in uns finden können, Gewissheit. Und dieses Tor der Gewissheit, so das ist der erste Aspekt, den ich heute mitgeben wollte, dass wir sicher sein können, dass es Gewissheit gibt und dass wir dieses Tor aufstoßen können, jeder für sich und wir zusammen für das große Gemeinsame. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir das fortsetzen. Euer Axel Burkert und das ganze Team der Akademie Zukunft Mensch und von Wissenschaft TV.